efficiently executed and no casualties. You can lead the Reapers any day, Commander. Well done. Ja, dankeschön, dankeschön. Habe ich mir natürlich auch verdient. Low Supplies, ja, das ist mir bewusst. Und Mox wurde gecaptured, wie immer. The resistance factions can help us locate our captive soldier if we deploy on a covert action alongside them. Machen wir einfach gehen inter mit Reaper HQ. Da sind die Resistance Communication. Sehr schön. If we intend on discovering the purpose of the ship we extracted from you, we'll need to conduct the appropriate research. Power technical breakthrough. Commander, we've made a sounding breakthrough. We must begin researching power really construct immediately, otherwise the opportunity will be lost. Design of a power really enclosure will reduce their cost by 50%. Uff. Das ist schon dick. Aber das bringt mich halt im Alien Biotech nicht weiter und auch in allem anderen nicht. Für 5 Tage. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich würde eher die Alien Biotech endlich mal erforschen. Das ist wichtiger. Okay, da haben wir das. Das können wir auch abbrechen. Das können wir jetzt auch schon von gestern. Okay. New Facility in Firm. Achso, genau. Wir können jetzt eine Krankenstation bauen. Advent Officer Autopsy. Mach mal einfach. New Tactical Squad Upgrades now available for purchase. New Staff Slot available. Train Rookies a specific class. Sehr schön. New Facility. Das heißt, wir können jetzt auch unsere Squad Size erhöhen. Ich glaube jetzt schon. Und eventuell brauchen wir noch ein bisschen mehr Erfahrung auf jemanden. Trains Rookie. Ne, New Combat Tactics. Genau, Squad Size. Die wird erstmal kaufen. Haben wir schon mal einen Soldaten mehr dabei. Das bedeutet, unser ganzes Squad ist deutlich einfacher am Überleben zu halten. Ah, der hat es nicht ganz geschafft um ein paar Stunden. Resistance under your leadership, Commander, and you have outdone yourself. The Chosen are a tough group to infiltrate, but we've managed to gather intel on their latest actions. Attribution: brutal character on the resistance permanently low on XCOM's influence. Income. Was glaube ich immer. Das Geld reduzieren. Was haben wir denn für Dark Events? Advent invests in improving their battle gear, adding armor to some of their soldiers in the field for a month. Wieso bloß für einen Monat? Advent Dunes have a chance to enter Overwatch after being revealed. Das ist gar nicht schlimm, weil das genau einmal auftritt, wenn sie revealed werden im Kampf und dann bewegen sie ja sowieso weiter. Das ist schon schlimmer, weil dann haben sehr, sehr viele plötzlich eine Armor. Factions have pledged their support to XCOM, and they're ready to carry out your orders. As our influence with these groups increases, so supply drops collected 10% mehr. Resistance rising plus ein resistance contract. The people of Earth. Da kann ich halt. Das ist glaube ich aktuell besser. Dann kann ich direkt 3 Regionen verbinden und kriegt entsprechend auch mehr Einkommen. Rescue Soldier Pratel Mox. Oh, da kriegt jemand sogar Dodge plus 7. Deswegen, ich würde mal Pratel Mox versuchen zurückzukriegen. Okay, und ich habe hier 150 Supplies. Bekommen, die ich mir dann noch abholen muss, entsprechend. Ah, wenn man die zum ersten Mal freischaltet, gibt es die erste Retaliation. Okay. Moment. Ich habe Cancel gedrückt. Investigate. Achso, ein Advent Blackside habe ich bekommen. Okay. Ich werde wahrscheinlich aber erstmal die Retaliation Site mir holen müssen. Also wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo wir gestern aufgehört haben ungefähr. Nur diese Retaliation Site haben wir noch gemacht. Wir sind aber besser ausgebildete Leute. Also wir haben erstmal unseren Heiler dabei. Müssen wir so machen. Geht jetzt nicht, muss man durch. Wir brauchen mehr Leute eigentlich.
Also jetzt nicht bloß in-game als Ressource, sondern auch mehr Leute, die deren Namen ich benutzen will und kann. Wie gesagt, ich habe jetzt nur in der Kollektion, die ich da gepostet habe, die Sachen drin, die ich auch selber benutze. Weil ich das so... Dafür habe ich ja gedacht. Nee, ich bin eh drin, ne? Übrigens, ab und zu verpeilt Twitch mal bei mir, dass du ein Sub bist. Dann zeigst du mir einfach nur den Mod-Badge bei dir an. Ja, fuck! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment, ich muss aber einen ganz anderen Auftrag. Die beiden kriegen einen Bonus, also ich und Thor kriegen einen Bonus, wenn wir nah beieinander sind. So ist nicht gedacht. Dann ist der Bond, den ich hier aktiviert habe, ein absoluter Quatsch, weil ich habe natürlich das benutzt, ich will mit ihm scouten und er soll schießen. Bin halt kein Sub, zu wenig Geld dagelassen. Bist kein Sims, sagst du? Okay, und wir sind hier, glaube ich, auf einem neu gebauten Ding. Ich habe nämlich in was aktiviert für Highways und Straßen und sowas. Und ich glaube, das gehört dann wahrscheinlich hier dazu, weil das habe ich noch nie gesehen sonst. Na gut. Aber wir wissen jetzt, wo die Leute stehen. Da können wir, glaube ich, entsprechend weit vorrücken. Da gibt es halt sechs Aktive. Von wegen, du machst das nur für Füchse. So, nur für Füchse habe ich sechs aktive Subs. Ich habe nur fast nur passive Subs, abgesehen von einem Twitch Prime Sub. Aber so mal, dass es jetzt funktioniert, hoffentlich. Weil links unten hat es gerade immer wieder so eine Animation angezeigt, als würde ich Chris auswählen, immer wieder so dieses Symbol hochgefahren. Deswegen habe ich jetzt einfach mal neu geladen, weil ich vermutet habe, da hat es irgendwas verbuggt. Hier passiert irgendwie komplett das gleiche wie gerade eben. Wahrscheinlich auch die gleichen Ergebnisse davon. Ich glaube, vorhin hat Sektoid angegriffen, oder? Sektoid ist auch schon an eine andere Stelle gegangen. Oh, der kann sterben. Oh, der ist tot. Ist natürlich nett. Schon mal einen Gegner weniger. Ich habe mir dann das Overlay von den Reapern. Ben, Kryo, Fuchs, Shox, Lumi und jemand anderes. Also Shox kenne ich nicht. Warum schreibst du mir Shox dazu und dann jemand anderes? Ich dachte, es bleibt da hängen. Ich bin zu ungeduldig. Mit einem Mod nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, was für ein Mod das ist. Ich habe mehrere Bugfix-Mods drauf, von daher könnte irgendeiner davon das auch verursachen, dass da Sachen nicht funktionieren. Moment. Du hast doch jetzt einen perfekten Schuss da drauf. Jawohl. Gib ihm. Ist ja eh nicht versteckt. Wow. 73%. Meine Güte. Meine Güte. Coming. 73% und er verkackt's einfach. Hab ich hier irgendwo komplette Deckung? Nee, ne? Das sind alles nur halbe Deckungen auf der Map. Aber hier kann ich theoretisch jemanden hinsetzen. Sollte ich vielleicht doch meinen Sniper da hochsetzen. Ich kann ja nicht vorwärts laufen. Von dem Punkt aus, wo ich bin. Ohne dass ich. Also, da glaube ich, muss ich sprinten. Na los, zeigt euch! Da muss ich sprinten. Und wenn ich dahin sprinte, sehen sie mich, glaube ich. Das will ich eigentlich gar nicht. Aktuell. Bewegung, Bewegung! Dann bleiben wir halt nicht bei Tor. Es ist unter anderem eine Mod drin. Zum Fixen von runden Endbugs. Und das klingt jetzt fast so wie, das funktioniert nicht so gut. Das fixt nicht so viel, der Fix für die runden Endbugs.
weiß nur nicht, ob ich die Mod rausnehmen kann, ohne dass es den Spielstand brickt. Weil ja XCOM auch die Angewohnheit hat von wegen, ja, Spiel wurde mit anderen Mods erstellt. Du kannst den nicht wechseln. Oh, das Auto fliegt gleich in die Luft. Eventuell töte ich da Zivilisten. Ah ne, die bewegen sich weg. Wenigstens das. Ja. Nicht so wahnsinnig klug weg, aber sie bewegen sich weg. They've got units in the AO that are ignoring our forces just to get a better shot at the civilians. Take those bastards down. Machen wir gleich. Und die Resistenz hilft uns. Die beiden Sektoriden auch schön auf dem Haufen neben den Autos gleich explodiert. Das ist schon ganz nett. Und eine Claymore, die auch noch direkt daneben steht. Und auf die Claymore schießen enttarnt ja den Reaper nicht. Mach ich eigentlich schon wieder den Reaper als letzten gehabt. Den habe ich doch gar nicht zuletzt gespielt, oder? Aber ja, trotzdem, ich habe wieder den Bug. Also könnte sein, dass es in der Runde ein bisschen länger dauert. Könnte auch an der Map liegen, vielleicht? Keine Ahnung. So, das hieß doch, wenn ich das beschieße. Macht das nichts. Also enttarnt das den nicht. Dann kann ich sogar noch ein Stück weiterlaufen hier. Das ist Squad-Zeit. The Resistance Team is in the clear. They're moving to help the other survivors. There's a large group of civilians pinned down within range of your position. Bin auf dem Weg. Aber das Auto explodiert trotzdem gleich, glaube ich. Wenn es nicht schon explodiert ist gerade. Ich glaube, es ist noch nicht explodiert. Es brennt so hart, so doll. Es sieht noch nicht nach Boom aus. Ich hoffe nicht, dass die eine Kettenreaktion hier machen und zwei Autos explodieren. Das wäre bitter. Das wäre bitter. Die Frage ist, will ich den jetzt hier hochschicken? Auf den Turm? Ich würde es bestimmt mal probieren, ob dann ein Tor einen guten Schusswinkel, also gute Schussoptionen hat. Einfach mal, weil es so weit oben ist dann. So weit oben. Verstanden! Ja, jetzt macht's Boom. Okay. Da hätte ich auch die Remote Detonation benutzen können. Die suchen dann doch Deckung hinter Autos. Das ist natürlich ganz geil. Hätte ich gar keine Claymore gebraucht. Hätte ich aber direkt Autos zum Explodieren bringen können. Die räumen auch schon ordentlich auf hier. Da schießt noch einer. Und tot. Also, letztes Mal war das irgendwie die Retaliation-Zeit ganz anders. Ganz, ganz anders. Da waren irgendwie nur Opfer da unterwegs und die wurden ständig umgelatzt. Genug gewartet. Was ist denn das hier? Teamwork? Got an additional action point to a bond mate. Ah, kann ich noch aktivieren, theoretisch. Weil ich den auf dem ja gar nicht brauche, dann ist es doch wieder gar nicht so schlecht. Wir gucken hier mal weiter vor. Schön die Gegner. Ich sehe noch niemanden. Ich kann doch hier ihn einfach auch hier oben drauf setzen, ne, eigentlich. Ne, kann ich nicht, weil er nicht oben drauf geht. Geht's nur rein. Bestätigt! Grabe mich ein! Jip, 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 du musst mal aufholen. Jawohl! Und du. Ups! Chris läuft mit mir mit. Als Backup. Ich glaube, ich komme gar nicht rechtzeitig hin, weil ich über die halbe Map so weit laufen muss. Gefühlt. Ah, doch, da sind noch ein paar. Und jetzt geben die auch mal Schüsse zurück.
Ah, hier laufen noch Leute rum. Habe ich das vielleicht auch vorher nicht gesehen? Deswegen hat es gebuggt, weil die Zivilen noch gelaufen sind. Und das habe ich noch nicht gesehen. Das könnte noch sein. Dass das sozusagen im Schatten des Krieges war und jetzt eine Animation abgelaufen ist, die ich einfach nicht gesehen habe. Das habe ich, glaube ich, reingemoddet. Dass die Menschen, die zivilen Menschen, die einfach nur sitzen bleiben, wenn da ringsrum geschossen wird, dass sie sich versuchen wegzubewegen von den Schüssen und irgendwie versuchen Deckung zu nehmen und sowas. Wie soll ich denn da hinsprinten zu dem Loot? What the fuck? Könnt ihr mich mal nicht umbringen, wenn die Loot droppen? Frechheit! Okay, ich glaube, der hat keinen. Ich glaube, der hat keinen Squad-View mehr dort drüben. Okay, bin unterwegs. I go where I'm needed. At first, Advent deployed non-lethal stun units for crowd control and the occasional protest. We don't see a whole lot of that anymore. Ich glaube, den Loot kriege ich nicht. Advent Trooper. 50%, dass ich entdeckt werde. Ich würde mal auf den gehen, weil die müssen auch sterben. Den habe ich ganz gut flankiert. Ah? Düdüm, revealed. Hatte ich zu viel Glück vorher. Das ist jetzt blöd, ich stehe komplett ohne Deckung da. Ich bin nicht so schlau. Ich bin wirklich nicht so schlau. Was das angeht. Moment, wir brauchen auch mal hier kurz ein Aid-Protocol. Auf dich. 20 Verteidigung. Sollte helfen, dass du das trotzdem überlebst, obwohl du da mitten auf dem Serviertablett stehst hier wirklich. Shit. Nicht gut überlegt. War wieder nicht gut überlegt. Okay. Oh, da kommt jemand hoch. What the fuck? Da unten ist jemand? The heck? Jawohl, Chris, mach ihn weg, komm schon. Ah, jawohl! Das war ein Treffer? Hat mir die Laterne getroffen. Aber sehr gut, hat getroffen. Mit einer Schrotflinte auf, keine Ahnung, 50 Meter. Oh, what? Positionieren sich neu! Oh, lol. Er geht auf mich! Ich dachte eiskalt, er geht auf mich. Oh Mann, ey. Oh, daneben. Wenigstens gibt es hier keine Face. Also, ich sollte zumindest keine Faceless geben. Ich muss es halt gar nicht machen. Das machen halt die Randoms. Und es hat keiner auf den Offenstehenden geschossen. Ah, sehr gut. Hier, wir gehen nochmal in Shadows. Dann können wir uns das ja nämlich noch snacken. Was gibt's denn hier Schickes? Hair Trick on Advent Datapad, das ist doch supi. The recovery was successful. So, jetzt muss ich mal jemanden haben, der hier runter guckt. Das kann ich machen. 100% Stun Lancer. Krieg ich einfach weg. Nicht schlecht. Sono. Ich hab den nur im Kopf, dann. Oh no, hier gibt's Faceless. No, 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 no!
shapeshifters. I'm guessing this is it. It is a remarkable species. If only we had some means of containment. Don't even think about it. Ich brauch dich hier oben, dringend. Warte mal nach. Ich glaube, der muss ein bisschen näher ran für die Schrotflinte, um ordentlich effektiv zu sein. 91. Ja, komm schon. Ja, wieder nur ein Minimal. Oder wieder nur. Nur ein Minimal Damage gemacht. Auch noch einen Damage mehr. Oh, er regeneriert 2 HP pro Runde. Das ist fies. Oh, oh. Er geht auf Chris. Oh? Oder geht auf den Zivilen? Geht auf den Zivilen? Oder nicht? Oder auch doch? Jetzt läuft er wieder? Okay. Vielleicht sollten wir Better AI doch wieder benutzen. What the fuck? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass er so hin und her läuft. Also ergibt null Sinn. Das ergibt nur Sinn, wenn er einfach absolut kein Gehirn hat. Okay, dass die Leute, die ihn nicht treffen, das auch, ergibt auch null Sinn, aber. Der stirbt doch jetzt eh, der stirbt, bevor ich dran bin. Bonus Reward. Moment. Reason for following the unit, you discover the body of a resistance specialist still holding tightly a backpack in which you find 1 nanoscale vest. After you give the soldier a proper burial, the gremlin lands on the grave and quietly shuts down. It's 1 last duty fulfilled. Beat a rusty gremlin. Okay. Woher krieg ich denn Bonus Rewards? Stimmt, ich hab einen Flawless Mod drin. Bonus Ability Points awarded 3. Take Mission Photo. Mission Debriefing will no longer be available. I don't, just fine. Yes. Ebis hat re-ended. So, take photo. Continue. Okay, so wie das gleiche. Aber dass der Flawless Mod sich so einbaut, ist geil. Ich dachte, ich krieg dann einfach irgendwo so eine kleine Einblendung hier. Loot. Und, okay, das war auch eigentlich eine kleine Einblendung mit Loot, aber dass eine kleine Geschichte noch dabei ist, finde ich gut. Hm? Was soll der mir sagen? Also gefühlt haben die meisten jetzt die Resistance-Leute selber gemacht. Das war irgendwie kein Retaliation, wo ich wirklich hätte helfen müssen. Aber die, oh, das sind 2 Leute Shaken, die müde waren. Ja, die brauchen jetzt längere Auszeit. Shadow Strike. While concealed, gain 25 Bonus Aim and 25 Bonus Critical Hit Chance when attacking enemies. Shadow Step. The soldier does not trigger Overwatch. Ah, das ist ein super nice. Overwatch or Reaction Fire ist nicht getriggert. Call. Combat Protocol. Send the gremlin to an enemy to jolt them, dealing a guaranteed damage which is increased against robotic enemies. Benutze aber gerne als Healer. Dass ich mich darüber freue. Warum freust du dich darüber, Leute zu massieren? Wir haben 16 AP. Any unit seen by a Reaper remains permanently visible. Das ist doch super stark für Squad-Side. Claimer does plus 3 damage and has plus 1 radius. You can target. Oh, der kann für 25 kann der auch Squad-Side haben. Da habe ich nur 23. Ich würde das permanently visible nehmen in dem Fall.